Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf Scorpion Plays. Und zwar habt ihr bestimmt, welche Waffe, welchen Spielmodus und welchen Spezialisten ich spiele. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wie das denn? Ja, auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und zwar, welche Waffe ich spielen soll und so weiter und so fort. Und eure Ergebnisse habe ich jetzt hier in meiner Story, habe ich es per Umfrage gemacht. Also wer da beim nächsten Mal mitmachen will, der sollte mal auf jeden Fall bei Instagram mal vorbeischauen. Freunde, und wir gucken jetzt mal, was ich spielen soll. Und zwar habe ich zuallererst gefragt, welche Waffe ich spielen soll. So Leute, ihr bestimmt heute meine Klasse. Darf ich heute mit der Hades spielen oder muss ich die Strife benutzen? Das ist die erste Frage, da kommen gleich noch ein paar mehr. Die nächste Frage lautete, welchen Spezialisten ich benutzen soll. Und welchen Specialist werde ich benutzen? Muss ich Ajax benutzen oder Seraph? Sagt's mir. Daraufhin stellte ich die Frage mit dem Spielmodus. Welchen Modus soll ich spielen? TDM 100 oder Herrschaft? Welchen Modus soll ich spielen? Ich weiß es nicht, sagt's mir. Und zu guter Letzt, welche Streaks ich mitnehmen soll. Ich bin ins Prestige gegangen, deswegen spiele ich Drohne Only oder spiele ich Drohne Hellstorm Heli? Und folgendes ist dabei rausgekommen. Die Waffe ist die Strife, soll ich heute benutzen. Ich hatte gefragt, Hades oder Strife, habt ihr ja gesehen. Wir verwenden die Strife und basteln uns jetzt erstmal eine Klasse um diese Waffe herum. So, ihr habt euch bei der Waffe für die Strife entschieden und da habe ich hier was gebastelt. Und zwar habe ich diese ultra geile Variante der Strife. Habe jetzt hier Rotpunkt, FMJ, Long Barrel, Quick Draw drauf gemacht, den Stimshot, Scavenger, Lightweight, Ghost. Und ja, das ist sozusagen jetzt erstmal meine Strife-Klasse. Ihr habt euch dafür entschieden. Beim Spezialisten habt ihr euch für Seraph entschieden. Das heißt, ich werde dann in der Runde den Seraph verwenden oder die Seraph besser gesagt. Spielmodus ist Herrschaft und zu guter Letzt die Streaks. Da habt ihr euch für Mid-Streaks entschieden und da ich halt ins Prestige gegangen bin, Drohne, Hellstorm, Helikopter, das Ganze in Herrschaft, das wird auf jeden Fall ultra sweaty. Leute, nicht wundern, in der ersten Runde war ich irgendwie komplett Brain AFK, weil ein Tag dazwischen lag und habe deswegen leider ohne Streaks gespielt und mit dem falschen Specialist, aber ab der zweiten Runde ist es dann wieder so, wie es sein soll. Die erste Runde ist aber nice, deswegen wollte ich sie trotzdem verwenden. So Leute, jetzt zocken wir, wie ihr es euch gewünscht habt, Herrschaft mit der Pistole. So, ja, ich habe sie hier eingepackt, Leute. Es ist ein Tag später, nicht wundern, dass ich was anderes anhab. Liegt daran, dass ich gestern spontan los musste. Bruder muss los. Und jetzt wird hier sowas von einer kommen. Hallöchen. Und, geil, Digga. Du hast es nicht auf der Minimap gesehen. Ja, wir spielen jetzt einfach auf Firing Range ein Ründchen Herrschaft. Ihr habt euch das sehr gewünscht. Und ich habe Firing Range noch gar nicht hier mit diesem neuen Modus. Das war nicht in Hardcore. Diesen neuen farbigen Modus hier gesehen. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen hier. Ich habe jetzt nur die... Ah, ich habe nur Drohne eingepackt. Scheiße. Okay, wir machen auf jeden Fall mehr als nur eine Runde, damit wir die Streaks noch einpacken. Sorry, Leute, habe ich jetzt, weil ich gerade eben auch so gezockt habe und mich ein bisschen angekühlt habe, habe ich da jetzt gar nicht dran gedacht. Aber das mache ich natürlich, damit ihr auch wirklich bestimmt habt, was ich zocke. Genau, Leute. Wir zocken einfach ein bisschen. Ich habe Bock, einfach so ein bisschen zu zocken, weil ich einfach zurzeit mega Spaß dran habe. Und da kommen zwei. Ah, ihr seht schon, also gegen so eine Waffe im Nahkampf wird es halt natürlich schwierig. Ihr habt euch ausgedacht, dass ich die Pistole bekommen habe. Ihr habt mich in die Pfanne gehauen, Freunde. Ihr habt mich so ein bisschen in die Pfanne gehauen. Egal, machst du nichts, du. Die Waffe ist ja trotzdem nicht schlecht. Es ist natürlich trotzdem eine Challenge damit, was Vernünftiges zu erspielen. Guck mal, Leute, wie er los musste, ne? Okay, wenn mein Teammate da jetzt außen kommt. Sehr gut, Teammate. Sauber. Sauber, Digga. Gehen wir schnell hier durch. Ich glaube, die sind jetzt hinten gespawnt. Die Map sieht geil aus. Hallöchen. Nein! Ah, danke, Teammate, danke. Okay, jetzt spawnen die hundertprozentig unten. Wir müssen da jetzt irgendwie hinkommen, ohne zu sterben. Digga, wieso reflektiert das manchmal so komisch? Okay, schnell, 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 schnell. Oh, wir haben es wirklich überlebt, wir haben es überlebt. Teammate, bitte hilf mir. Teammate, hilf mir. Ah, er wusste es halt noch. Okay, ihr seht schon, die Gegner sind auch nicht schlecht, aber ist mir auch egal, denn ihr habt es euch ja so gewünscht, Leute. Und dann versuchen wir in der zweiten Runde auf jeden Fall mal den Heli zu erreichen. Aber mit der Waffe, seht ihr, läuft es nicht... Wie er hier in der Ecke sitzt, sag mal. Bin ich? Ich glaube, hier ist ein ganz guter Konterspot für da oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, also ich mache die gerade schon gut weg, ne? Wir gehen jetzt mal schnell hier durch. Oh mein Gott. Leute, ich spiel gerade richtig gut. Es macht gerade richtig Bock. Okay, ich glaube, die kommen... Ja, ich habe es mir schon gedacht. Rechts von mir. Einer ist ins Haus gegangen jetzt. Kommt jetzt hoch. Er könnte mich halt sehen, deswegen... Als ob du da jetzt wirklich... Er hat da gecampt, Leute. Ich bin natürlich in 5 von 6 Situationen im krassen Nachteil. Oh Mann, ey. Warte, wenn ich... Ich hätte es so gern überlebt, Leute, ne? Aber er gibt mir den Headshot durch die Wand, ne? Ey, wirklich
Diese ganzen Spezialisten. 13-6, Leute, das ist eine gute Runde für eine Pistole only. Dafür, dass die Gegner auch wirklich... Ich habe jetzt nicht lange Lobbys gesucht. Die Gegner tryharden schon. Nein! Belastend. Hier rausgucken wäre jetzt wahrscheinlich dumm, oder? Ah, es fehlt immer eine Kugel. Das auf solche Ranges. Oh mein Gott. Waffe ist leer. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Irgendwas... Ah, Plünderer-Paket. Ah, die Tarnung hat sich geändert. Jetzt leuchtet die. Guck mal, geil. Was fragen die Gegner sich, wenn die... Oh, ich hätte ihm fast einen Turn gegeben. Jetzt kommt er auch schon mit der Pistole, der Typ. Was fragen die Gegner sich, wenn die ganze Zeit von der Pistole über Long Range und so geholt werden, Leute? Eieiei. Na, da brauchen wir... Oh, hinter mir. Ah, shit. Ich war eh tot, aber ich dachte, den kann ich noch mitnehmen. Nein, Mann, ey, das ist so schwer gegen die Waffe, wo er nur triggern muss. Es ist wirklich nicht einfach, damit zu spielen, ne? Wir können nächste Runde was Lustiges versuchen. Wir können Hardcore Nuketown spielen und dann da auf Herrschaft hoffen. Digga, guck mal, das Magazin geht einfach zu schnell leer. Ja, Leute, ihr seht schon, man kann da so schlecht was machen gegen solche Tryhards. Ich glaube, ich habe jeden Tod von The Legend of End oder wie der Typ heißt. Okay, wir kriegen sogar eine lange zweite Halbzeit und das Ganze ungeplant. Ja, wir haben halt Tryhard-Gegner, Mann. Das regt so auf. Meine Teammates, ah. Lol, ich bin so dumm. Ich habe sogar einen falschen Spezialisten genommen. Fällt mir gerade auf. Okay, ich mache den zweiten Runde, mache ich dann vernünftig. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie einfach gedacht, ich starte einfach mal jetzt. So, ich bin jetzt gequittet, damit wir das jetzt vernünftig machen können. Es tut mir sehr leid, ey. Ich habe ja komplett, war ja komplett verplant gerade. So, genau. Hellstorm und Teli hatte ich noch gesagt, packe ich ein. Und den Serif-Spezialisten natürlich. Alter, Leute, jetzt ist es schon wieder ein Tag später. Ich habe noch nie ein Video über so einen langen Zeitraum aufgenommen, weil einfach immer was dazwischen gekommen ist. Wir machen jetzt nach dieser Runde gerade auf Firing Range, wo ich ja etwas neben der Spur, was den Spezialisten angeht. Jetzt haben wir alles ausgewählt, hoffentlich. Also mit Heli und Serif und alles drum und dran. Genau, Leute, die Klasse ist ja natürlich immer noch dieselbe. Okay, ja, wir haben alles ausgewählt. Wir spielen jetzt eine Runde hier auf der... Alter, dieses Gegner-Team, Mann, Digga. Erwartet jetzt bitte kein gutes Gameplay. Wir machen es einfach ein bisschen auf chillig. Ich habe jetzt keinen Bock, da noch einen Tag dran aufzunehmen, Leute. Ich sollte das hier schön auch bekommen. Das Video. Letztendlich geht es ja darum, dass ihr bestimmt, wie ich zocke, und das habt ihr getan. Und hier ist rechts jemand. Alle sind also andersrum gelaufen. Das Problem ist jetzt, dieser Pistole, die werden jetzt gleich rechts spawnen. Da ist schon der erste. Und die werden immer noch da spawnen, wenn ich hier durchlaufe. Und das kann ich nicht machen. Die werden so in meinem Hintern stecken. Deswegen gucken wir mal hier ein bisschen. Wenn keiner stirbt, kann keiner spawnen. Regel Nummer 1. Ah, da werde ich mit der Titan angeschossen. Sehr gut. Das sieht man darin, dass man nichts sieht. Das kann man sich sehr gut merken. Also wenn du nichts siehst, dann ist es eine Titan. Okay, aber der erste Pistolenkill war schon am Start. Habe ich sogar zwei gekriegt? Ne, ich habe einen gekriegt. Okay, wir müssen jetzt natürlich schauen. Also meine Teammates schaffen es nicht mal, die Startflagge einzunehmen. Ist natürlich Hammer. Stabil, Digga. Okay, den kriege ich easy hier. Nein, es... Oh ja, Digga, hast du verdient, Mann. Hast du so verdient, Digga. Das war eklig. Also das war wirklich widerlich, wie ich den geholt habe. So, hier ist sowieso irgendwo einer. Na, wo bist du? Hier, komm her. Jawohl, schön abgesneakt, Leute. Zack, zack, so muss es sein. Noch ein. Oh, er hat wahrscheinlich schon... Ich bin genau reingelaufen, aber... Guck mal, der erste Hit hat ihm nur 37 Schaden gemacht. Die hatte irgendwie die Waffe macht mehr. Das heißt, ich kann 5-mal treffen, Digga. 4-mal würde für 2 AP sorgen, oder? Ach, ich habe jetzt keinen Bock auf Rechnen, Leute. Bitte rechnet ihr es für mich aus. Ich habe auch keine Ahnung, ob das denn so bleibt. Okay, wir sehen schon mal wenigstens alle Gegner auf der Minimap anscheinend. Oder haben wir gerade zumindest. Okay. Nein, ich war hinter allen. Was? Oh mein Gott, das ist ja ein ekliger Spot. Ich bin so tot, Leute. Ah, oh, ganz ekelhaft. Okay, wir werden komplett gespawnt. Ich habe 300 Punkte, bin letzter am Scoreboard. Das sieht bis jetzt nach einer richtig stabilen Runde aus. Den haben wir wenigstens noch mitgenommen hier. Okay, Leute, wie gesagt, also ich kann jetzt hier auch nichts Krasses versprechen. Da kommen die schon. Alter, diese Titan, das ist ja ekelhaft. Okay, habe ich noch Munition? Ein bisschen. Okay, Enemy Hellstorm, ich nehme jetzt hier das mit und verpiss mich. So, nachladen. Okay, so, wo sind die Jungs? Einer ist hier. Die sind alle noch im Spawn wahrscheinlich, wa? Wir gucken jetzt erstmal nochmal hier. Komm her, Digga. Okay. Manchmal sterben sie auch etwas schneller, habe ich das Gefühl. Das kommt manchmal drauf an. Ist einer noch hier oben? Ja. Okay, jetzt läuft. Jetzt läuft. Okay, nice. Versuche den Taktikeinstieg zu platzieren und durchzuziehen. Ich vermute mal, ja. Ich wollte gerade sagen, ich vermute mal, dass das aber nicht mit dem Leben davonkommen wird. Aber ich bin jetzt wieder hier und den nehme ich. Er ist der Beste. Er sniped mich zweimal hintereinander. Oh nein, belastend. Okay, warte, ist hier unten einer? Nein. Nein. Ich habe es irgendwie überlebt. Wie habe ich das überlebt, Leute? Ach, egal. Hauptsache, es macht Spaß. Und die Runde macht mir gerade Spaß. Ich liebe halt die Map. Danke. Hier ist noch einer. Danke. Also, ihr seht schon, Leute. Es läuft. Okay, da muss ich los.
Okay, jetzt läuft. Ne, hinter mir. Hätte ich Munition gehabt. Das wäre der Turn-on seines Lebens gewesen, hätte ich Munition gehabt. Nein, ist das schade. Oh, Leute, da musste er aber sowas von los jetzt, ne? Der musste aber richtig los. Okay, das ist so eine Runde, wo sich alles auf B abspielt. Das heißt, wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Wahrscheinlich läuft jetzt hier einer rechts von mir. Sag ich doch. Und den noch. Und jetzt laden wir nach, ziehen durch und legen uns hier hin. Kommt einer von hinten oder nicht? Nee, okay, der kommt von hier. Na, da ist einer vorbeigelaufen. Ist nicht schwer, den mitzunehmen. Oh, er hat ein HP, Leute. Ich schwör's euch, wie viel hast du? Ach, nein. 8 HP, Leute. Aber egal, die Runde macht wenigstens, wie gesagt, Spaß, ey. Taktikanstieg. Ich hab nun... Wirklich, das ist ja komplett krass, dass hier wirklich sich alles... Okay, alles klar, wir haben zur Halbzeit liegen wir hinten. Leute, ich habe sowas noch nie gesehen. Es spielt sich komplett auf B ab. Alles, was hier passiert auf der B-Flagge. Was ist hier los, ey? Das Visier hat er auch aus dem Jahr 1930, oder? Also Leute, eine Sache ist wenigstens geil, war unsere Waffe sieht echt krass aus, Digga. Ach du Scheiße, Mann. Okay, der Rohpunkt ist vielleicht nicht ganz so sexy, aber das ist auf jeden Fall effektiv, das merke ich. Okay, Teammate nimmt schon mal die C-Flagge mit, sehr schön. So, wie werde ich jetzt gepusht, ist die große Frage. Okay, hier anscheinend noch nicht. Wartet hier jemand auf mich? Ich vermute mal, jetzt bin ich hinter den Gegnern. Falls auch einer hier chillt. Die könnten halt immer noch hinter mir spawnen. Oh, ich hasse es. Es gibt... Nein! Na... Er hat wieder 8 HP und hardscoped mich so ekelhaft, Mann. Was ist denn los, Digga? Verstehe diese Runde nicht. So, wo spawnt ihr? Die spawnen sowieso hier hinten. Jetzt, diesmal kriege ich dich. Diesmal kannst du es vergessen, Digga. Hab ihn. Ich muss durchziehen, ich muss schnell durchziehen. Nein, 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 das war der falsche Weg. Okay, die sind immer noch hier. Wann kriege ich meinen Annihilator eigentlich? Im Jahr 2019 oder kriege ich den 2018 noch? Komm her, Digga. Okay. Jetzt gehen wir auf B. Es läuft jetzt gerade ganz okay. Kleiner Freestyle. Sehe ich aber nichts. Komm, wir gehen mal hier hinten durch. Versuchen jetzt mal wirklich ganz billig zu spielen. Taktikeinstieg für ein paar Punkte. Leute, was soll ich machen? Ich hab's perfekt gespielt. Ich hab perfekt gepreamed, ich bin perfekt gesprungen. Er hat 12 HP, dagegen kann ich mich nicht wehren, leider. Kann mich dagegen nicht wehren, dass er 12 HP hat. Es tut mir sehr leid, es geht nicht. Ja, hier, bitteschön. Komm her, Digga, komm. Ja, hier, Digga. Guck mal, Leute, ich spiel nicht schlecht. Durchlaufen. Okay, komm, Annihilator, let's go. Nein, 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 nein. Wer schießt noch auf mich? Da hinten ist noch einer. Okay, Leute, ich... Okay, okay, alles gut, alles gut. Wahrscheinlich alle tot, oder? Klar, Digga, beste Teammate der Welt. Nice, Drohne. Nein, es gibt's nicht, Leute. Mein Annihilator ist jetzt leer. Okay, die 100 Punkte nehme ich mit. Richtig billig, mir scheißegal. Eine Kugel hat gefehlt. Ich stehe 24-10, das geht ja sogar einigermaßen. Mann, ey, ich wollte unbedingt den Heli einmal schaffen. Mit seiner Scheiße. Ey, guck mal, was soll ich machen, Digga? Teammate nimmt den Kill. Jetzt kommen hier wieder Hunde, alles. Von wo sterben die jetzt gerade hier? Wo werden die gespawnt, killed? Der ist wirklich mein... Er ist der Schlimmste. Die beiden sind die Schlimmsten. Mann, ey, die Waffe bräuchte mehr Munition. Wahrscheinlich habe ich schon freigeschaltet und habe es nicht gecheckt, ey. Mein Gott, Scheiße. Komm rein, wir gehen jetzt nochmal auf B, versuchen wir. Hab ihn und schnell durchziehen. Okay, nice, 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 nice. Bauen die eh hier. Oh, aber er weiß es aber auch schon wieder, ne? Und trotzdem, wenn ich eine richtige Waffe hätte, hätte ich sie alle geholt. Ich mache ja keine Fehler irgendwie. Ich spiele ja nicht falsch oder so. Er ist mein schlimmster Kryptonite. Alle drei Tode von ihm waren so furchtbar mit anzusehen. Endlich mal, ey. So, jetzt haben wir ihn nochmal. So, der soll richtig sich aufregen, dass ich mit der Pistole die ganze Zeit hole, ey. Der Pistole hole. Ole ohne Kohle, wenn ich ihn mit der Pistole hole. Ich stehe da irgendwo im Hintergrund, ne? Ach du Scheiße, Mann. 33-14, aber es geht nicht besser, Leute. Also sorry, ich kann nichts machen. Ihr seht die ganzen Tode. Wie oft wurde ich jetzt... Guck mal, die Sniper hätten diese Zeit gar nicht, wenn die Waffe einfach schneller killen würde. Aber die killt halt nicht schneller. Mann, Digga, Jack Soul. Guck mal, wie er einen Vorteil hat, Digga. Und dann hat er natürlich auch noch das beste Aim Deutschlands. Hör jetzt auf, Jack. Nein, 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 nein. Komm jetzt her. Komm her.
Ja, ich kann nichts machen, Digga. Was soll ich machen? Ich mache alles. Ich pre-jumpe, ich hüpfe da rum. Er hat wieder... Ich habe ihn auf 12 runtergeschossen. Auf 12. So, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt gehen wir hier rum. Die spawnen aber wahrscheinlich sogar hinter mir, könnte ich mir vorstellen. Oh, den Weg kannte ich gar nicht hier. Losing B. Ich wusste, die Hellstorm holt mich. Ich wollte ihn unbedingt noch mitnehmen und ich habe es geschafft. Jetzt ist es auf einmal die längste Herrschaftsrunde der Welt, ne? Hab ihn. Jetzt verlieren wir A. Digga, das ist die komischste und längste Runde, die ich jemals gespielt habe. So, jetzt werden die natürlich auf B kommen. Und jetzt werde ich hier warten. Ich werde jetzt hier warten. Ja, gewinnen wir das Spiel so? Ich weiß es gar nicht. Diesmal nicht, Digga. Diesmal nicht. Oh mein Gott, Digga, der arme Teammate. Okay, Leute, wir haben verloren. Jetzt triple cappen die. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Ihr habt entschieden, wie ich heute spielen soll. Kann man bald ja auch mal mit YouTube-Stories machen. Wenn man da auch Abstimmungen machen kann, weiß ich gar nicht. Lasst auf jeden Fall... Mein Scar fällt runter. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.